könnt alle mal raten, wo sie sich hier eine aufmachen. Genau, zur Demo. Und deswegen gehe ich da jetzt auch hin. Also, Attacke. Wir sehen hier jetzt, wie der Zug sich immer weiter durch die Stadt durchbahnt. Ja, und ich glaube, diese Bilder sprechen einfach für sich selbst. Es sind so viele Studierende, die sich begeistern konnten, heute bei doch relativ kühlen Temperaturen hier in die Stuttgarter Innenstadt zu kommen. Sie merken es auch, ich bin ein bisschen außer Atem, weil die Maschinen hier durch die ganze Stadt ist auch ein bisschen kühl. Ich ziehe mir jetzt erstmal was an und lasse sie mit den Bildern von den Demonstranten mal alleine. Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Bildung glaubt. Hier gegen diese Kürzung. Mich würde interessieren, wie sähe denn dein Optimalfall aus? Dass die Landesregierung nochmal mit uns spricht und zwar nicht nur mit leeren Versprechungen und ja, wir regeln das, sondern dass sie uns einen konkreten Plan vorlegen, wo ganz klar geregelt ist, wir gehen auf eure Forderungen ein, wir haben verstanden, dass Bildung auch Zukunft bedeutet. Gerade das, was wir hier gerade machen, dass Studenten mit professionellem Material üben können, sich an die Arbeitswelt da draußen vorbereiten können. Das ist über eine gute Hochschulfinanzierung möglich. Aber das sind so regnerische Aussichten, gerade mit der Finanzierung, als ich mir lieber nachdenken würde, auch